8 Punkte war, glaube ich, bei 4-4 im ersten Satz, also 4 Satz, ja, 4 Breakbälle nicht nutzen konntest. Ist das, siehst du das genauso? Oder? Nee, würde ich gar nicht so sagen. Also klar, er hatte vorher auch Breakbälle, 2 Spielen. Hat eigentlich auch 2 Fehler gemacht bei den Breakbällen, also die hat er nicht so gut genutzt. Bei meinen Breakbällen hat er sehr gut serviert, fand ich. Wirklich 2, 3 Mal an der Linie. Und ja, war sehr schade. Also ich hätte gerne das Break gemacht. Zweiter Satz, ich fand, er hat sehr gut gespielt im zweiten. Wird auch seine Klasse deutlich. Also ich fand, also, ich habe echt ein gutes Match gemacht im ersten Satz. Das Break im zweiten geht ein bisschen zu früh. Mit 2 Doppelfehlern, das ist sehr ärgerlich gewesen, aber. Ja, danach hat er seine Klasse gut ausgespielt. Also ersten Satz fand ich ganz gut vom Niveau von mir. Und ja, das Break im zweiten ist halt ein bisschen bitter dann am Anfang. Aber generell, ja, ich habe hier schon mal schlechter gespielt, muss ich sagen. Also ja, also aller Respekt an Roberto. Also hat gut gespielt. Ja, ich habe gerade die Statistik auch gelesen am Fernseher in Umkleide. 28% ist relativ wenig, würde ich sagen. Das ist natürlich, erste Aufschlagquote hat mir nicht ganz so gefallen. Ich habe 50% gehabt. Ich glaube 76, wenn ich gewonnen habe. Wenn der Aufschlag gekommen ist, habe ich 76 gewonnen. Zweiter Aufschlag war vielleicht ein bisschen, ich habe zwischendurch gesehen, 246, das war ein bisschen zu langsam heute. Das war jetzt, also das ist dann so 28% auf seinen zweiten Aufschlag zu gewinnen, nur ist nicht viel. Nee. Ja, also das ist sehr schade und ich bin natürlich auch enttäuscht drüber. Und ich weiß auch jedes Jahr, ich möchte hier gut spielen, komme ins Turnier, weiß, dass ich noch kein Match gewonnen habe wirklich hier. Freue mich eigentlich jedes Jahr wieder auf das Turnier. Andererseits habe ich auch schlechte also mein Gefühlswelt ist so ein bisschen schlecht Richtung GWO, weil ich jetzt echt nicht gewonnen habe. Also es ist einfach mein Heimturnier und es ist einfach geil hier zu sein, aber es wird sich natürlich besser anfühlen, wenn ich ein Match gewinne. Ich habe in den Trainingstagen alles dafür gemacht, habe jetzt heute alles gegeben. Ja, also ich werde auch weitermachen und ich werde auch wiederkommen und ich werde es weiterhin versuchen. Also ich möchte auf jeden Fall nächstes Jahr dann mal ein Match gewinnen hier, aber jetzt kann ich mich aufs Doppel mit Tim konzentrieren hier. Wäre mir natürlich lieber gewesen, dann nochmal Einzel zu spielen, aber ja, jetzt kann man es leider nicht ändern und ich werde weiterhin alles dran geben, hier erfolgreich noch zu spielen. Sehr spannendes Jahr bisher, also mit viel Doppelmatchen drin. Hätte ich nicht erwartet, dass das jetzt mit dem Australian Open Halbfinale so anfängt. Wirklich sehr gute Doppel gespielt, auch zwischenzeitlich sehr gute Einzel gehabt. Ergebnisse, ja, also es ist, ich fühle mich gut, mein Spiel verbessert sich, finde ich, immer mehr. Und ja, also ich fühle mich einfach gut. Es waren jetzt ein paar Ergebnisse noch nicht so perfekt, aber ich habe trotzdem schon relativ, ja, viele Punkte gemacht. Könnten natürlich mehr sein, finde ich, aber ich habe mich gut, also ich finde, dass es ganz gut läuft mit Davis Cup alles. Also ich möchte natürlich mehr Siege im Einzel haben, ist völlig klar. Es ist sehr schön, dass ich im Doppel viele Siege hole, aber ich möchte die natürlich auf Einzeltour haben auch. Aber ja, da werde ich weiterhin alles dran geben. Ja, natürlich, nachdem man jetzt nach Australian Open, da waren wir 3 im Race, das war natürlich, wow, dachten wir, das gibt's ja nicht. Aber ja, es sind eigentlich ein großes Turnier nur gespielt, wo viele Punkte vergeben wurden, noch kein Masters gespielt. Dann sind wir in Miami reingekommen, mit dem Band bin ich da, haben wir da nochmal Halbfinale gespielt und dann war es so ein Thema, so hey, lass mal gucken, lass mal ein bisschen mehr Turniere spielen. Jetzt momentan ist es relativ schwierig, weil wir sind gerade so am Cut, wo wir wahrscheinlich nicht reinkommen werden in die Masters in Cincinnati. In Toronto ist, glaube ich, davor. Und ja, dann ist es relativ schwierig. Auch weil, wenn ich doppelgut spiele und da Quali spiele, relativ problematisch, weil ich lieber Einzel spielen möchte. Wir sind zwar, glaube ich, jetzt,
ich weiß gar nicht, wie viel wir diese Woche im Race sind, 12 oder so. Aber, oder 9 waren wir letzte Woche. 9 sind wir geblieben. Ja, also es ist immer noch die Chance da, definitiv. Aber wenn man sieht, wenn man die Masters nicht spielen kann, da wo die ganzen Punkte, die sehr hohen Punkte vergeben werden. Wenn man 250er gewinnt, kriegt man 250 Punkte. Wenn man beim Masters da 2 Runden gewinnt, hat man 180. Also es ist so sehr schwierig. Wir gucken, wir werden alles weiterhin dran geben und dann mal gucken, was dabei rauskommt. Also auf jeden Fall werde ich mich weiterhin gut aufs Einzel fokussieren und wenn im Doppel dann nebenbei noch immer was da ist, nehme ich es sehr gerne mit und werde auch weiterhin versuchen, da anzugreifen. Ja, also wir hatten gesagt, dass wir Stuttgart und Wimbledon spielen. Halle hatte ich fix mit Tim ausgemacht schon. Ja, Hamburg werde ich mit dem Ben noch spielen, so wie es aussieht. Und ja, danach schauen wir weiter, was wir machen, also wie es im Race aussieht. Vorläufig ist alles erstmal bis US Open geplant, aber man weiß ja nie, was passiert. Aber solange wir einen Shot haben da drauf, warum sollte man den nicht gehen? Ja. Wie meinen Sie jetzt? Jetzt? Ja, ich habe, man weiß ja nicht, wie es ausgehen wird. Keine Ahnung, ob es der einzige Termin bleibt. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Kann ich halt schlecht sagen jetzt, was da passiert. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also, wer hätte erwartet, dass wir so gut spielen, Ben und ich? Es ist das gleiche Antwort wie vorhin. Also, solange wir den Shot haben, gut zu spielen und solange es passt, von Ben spielt lieber auf Hardcourt als auf Asche beispielsweise. Ja, er wird wahrscheinlich früh in die USA gehen. Deswegen, ich spiele mit beiden sehr gerne. Also, mit Tim habe ich super viel Doppel gespielt, macht sehr viel Bock. Mit Ben macht auch richtig viel Spaß. Also momentan ist halt, solange der Shot fürs Masters noch da ist, hat Ben fix Vorrecht. Das versteht Tim auch völlig. Wäre dumm, diese Chance zu verschwenden oder ungenutzt zu lassen. Aber ja, des Weiteren muss ich mir Gedanken machen, was dann passiert. Also ich spiele mit beiden gut, mache mit beiden sehr viel Spaß. Und ja, im Endeffekt zählen halt die Ergebnisse und dann kann man schauen, wie es weitergeht. Nee, es ist generell, dass der Center Court hier etwas rutschiger ist. Es ist eigentlich ja, bekannt, dass es ein bisschen rutschiger sein kann. War aber kein Problem. Also man fällt halt mal hin, das ist ja kein Problem. Aber relativ, es ist ein bisschen feucht, der Platz, ja, aber trotzdem war gut zu spielen.